Hallo ihr Lieben, heute 30.04., der letzte Tag im April 2023. Der Frühling hat sich lange Zeit gelassen und so richtig Laune zum Radfahren hatten die letzten Wochen zumindest wettertechnisch auch nicht gemacht. Ich freue mich, dass ihr heute dabei seid. Es geht hier auf eine kleine Frühlingstour heute am 30.04. und wir sind mal gespannt, wie das rollt. Das Prompten ist schon fahrbereit, schon ganz wild loszulaufen. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video, begleitet mich und das eine oder andere gibt es heute natürlich auch zu entdecken. Viel Spaß dabei und bis gleich. Zunächst erstmal eine Frage an euch alle da draußen. Ging euch das dieses Jahr auch so? Der Winter war nicht so richtig kalt. Der Frühling war dafür bislang ziemlich kühl und kalt und vom Wetter her war es eher so durchwachsen. Als ich vor etwa 14 Tagen mit dem Prompten hier auf dem Rennsteig unterwegs war, naja, eine schöne Tour, aber anstrengend. Hagel, Graupel, Schnee. Ja, ihr Lieben, jetzt wird es fast ein Jahr, dass ich mit einem Faltrad unterwegs bin. Und in den Wintermonaten oder in den ganz kühlen Frühlingstagen und Wochen, die wir bis jetzt hatten, bin ich gar nicht so viel mit dem Prompten gefahren. Entweder zu glatt oder zu kalt, also es hat dann gar keinen richtigen Spaß gemacht. Dafür freue ich mich umso mehr, euch heute hier mitnehmen zu können auf eine kleine Frühlingsrunde. Ich will mal probieren, hier ist ein neuer Radweg am Entstehen oder schon gut gewachsen, wie der aussieht. Außerdem, ab morgen heißt es weitestgehend Auto-Detox. Morgen ist der 1. Mai. Und ich bin auch stolzer Besitzer eines Deutschland-Tickets und werde wieder versuchen, hier auf dem Lande weitestgehend auf das Auto zu verzichten. Es wird nicht immer gehen, aber die meisten Sachen kann man auch mit einem Fahrrad oder Faltrad hier erledigen. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und genießt mit mir zusammen diese kleine Tour. Vielen Dank fürs Einschalten. Und wenn euch gefällt, was ihr seht, seid ihr herzlich eingeladen, mir den Daumen da zu lassen. Und wer möchte, darf, und das sage ich ja immer, gerne diesen kleinen Kanal abonnieren. Also, weiter geht's. Ja, wenn ihr euch fragt, wo ich hier unterwegs bin, es gibt ein Radwegprojekt, was die Städte Rochlitz, Waldheim und weiter dann auch Döbeln verbindet. Eine ehemalige Bahnstrecke und seit vielen Jahren, also aus meiner Sicht, aus seiner gefühlten Ewigkeit, wird dieser Radweg hier gebaut. Da hinten kam Luft. Ja, liebe Leute, es kündigt sich der erste Plattfuß am Hinterrad vom Prompten an. Ich bin jetzt circa 10 Kilometer gefahren und da musste ich feststellen, okay, es plattet ein wenig und weil ich wenig Lust habe, unterwegs jetzt eine Reparatur zu machen, ich Fahrrad aufgepumpt und rolle erstmal zurück nach Hause und gucke mir das an, bevor es dann später weitergeht. Also, erster Plattfuß in diesem Jahr und allererster Plattfuß auch am Prompten. Naja, irgendwann kommt das. Einmal Prompten auf dem Kopf. So weit bin ich jetzt gar nicht gekommen mit dem Rad hier auf meiner Tour und habe gestaunt, dass ich so schnell Luft verliere. Das muss ich natürlich prüfen. Ab morgen, 1. Mai, gilt das Deutschland-Ticket. Da will ich natürlich unterwegs sein. Und obwohl das Rad jetzt ein bisschen die Luft gehalten hat für meine Rückfahrt, werde ich jetzt das Hinterrad mal ausbauen, den Reifen prüfen, den Schlauch prüfen. Und das bietet sich natürlich an, dass ihr mit dabei seid. Ich habe mir hier dazu das kleine Top-Peak-Werkzeug jetzt mal hergenommen, weil ich an diesem einen 15er Schlüssel dran habe, den ich benötige, um das Hinterrad zu lösen. Mal schauen, wie das funktioniert. Ich lasse also ganz bewusst das Werkzeug, das große, mal in der Garage und fange jetzt hier mal an. Ja, zum Ausbauen löse ich jetzt erstmal hier diese Kette von der Nabenschaltung. Das ist schon mal erledigt und
Was ich immer an meinem Rad dabei habe unter dem Sattel, sind ein paar Arbeitshandschuhe. Also, die machen sich ganz gut. Jetzt nehme ich mal die Kette hinten vom Kettenspanner ab, damit ich den dann auch lösen kann. Und wird diese kleine Schaltkette hier einfach herausgedreht. Kann man dann gleich noch mit reinigen. Jetzt kommt hier unser 15er Schlüssel zum Einsatz, mit dem ich hier die Schraube bzw. Mutter lösen kann. Ja, mit dem Werkzeug geht das tatsächlich gut. Einmal gelöst und das Ganze auf der Gegenseite auch. So, jetzt kann man zunächst hier die Schraube abnehmen, also die Mutter abnehmen und die Unterlegscheibe. Danach geht der Kettenspanner schon ab und es sitzt eine weitere Mutter hier, die ebenfalls gelöst wird. Geht also hier mit diesem Werkzeug ganz gut. Ich habe also jetzt hier diese Mutter gelöst. Und diese Mutter gelöst und jetzt sitzen hier unten dran kleine Sicherungsringe, die man einfach hier nach außen drückt, um das Rad dann zu entfernen. Damit das gelingt, lasse ich jetzt die Luft vollständig herunter, nehme die Kette noch ab und kann das Hinterrad entnehmen. Ja, Reifen- und Schlauchwechsel an der Prompenfelge ist natürlich ziemlich simpel, wie beim normalen Fahrrad auch. Den Reifen über die Felge hebeln, dann kann man den ringsherum abdrücken und kann den Schlauch entnehmen. Ich habe den Schlauch dann geprüft, also mit Luft aufgepumpt, im Wasserbad geguckt, ob irgendwo Luft auftritt. Das war nur am Ventil ganz leicht der Fall. Und weil ich hier nochmal sehe, dass das Reifenprofil ziemlich abgenutzt ist, wird der Reifen dann auch vorsorglich mit ausgetauscht. Ich habe von Continental noch diesen Urban Kontaktreifen da, also von daher kann ich den gleich verwenden. Im Rahmen sitzt am TubeSide auch ein Ersatzschlauch, den ich immer dabei habe. Und der wird jetzt hier anstelle des offenbar beschädigten Schlauchs montiert. Achtet auf die Rotationsrichtung des Reifens, dass er den auch richtig herum auf der Felge dann aufsetzt. Wenn der Reifen aufgezogen ist, walke ich den hier nochmal durch, dass er auch wirklich richtig im Felgenbett drin sitzt. Und danach wird er mit viel, viel Luft, also etwa 8 oder 9 Bar, aufgepumpt, damit der Reifen auch wirklich richtig ins Felgenbett hineingepresst wird. Jetzt geht es schon wieder an das Montieren des Rades, also in umgekehrter Reihenfolge. Die Felge samt Schlauch und Reifen einsetzen. Aufpumpen, ausrichten, gucken, dass nirgendwo was schleift. Dann kommt der Kettenspanner wieder drauf, wird mit der Mutter befestigt, die Kette wird wieder eingehängt. Alles nochmal geprüft und festgezogen. Danach wird die Schaltungskette wieder verbunden. Und weil Und damit ist das schon erledigt.
da mein Vorderrad ähnlich schlecht aussah wie das Hinterrad, habe ich mich dazu entschlossen, das im gleichen Atemzug auch noch gegen diesen Continental-Reifen zu tauschen. Auch das geht eigentlich ohne Werkzeug, also Montagehebel braucht man nicht zwingend. Das erleichtert die Arbeit nur ein bisschen. Einbau in umgekehrter Reihenfolge wieder, einrichten, ausrichten, prüfen, Luft drauf, alles festziehen und wieder zusammenbauen. So, dann sind also Vorder- und Hinterrad gewechselt. Ich habe jetzt hier die Continental-Reifen aufgezogen und den hinteren Schlauch habe ich ersetzt, den vorderen nicht. Der hintere Schlauch, da habe ich das Ventil jetzt allerdings instand gesetzt, so müsste das auch funktionieren. Und der ist als Heimbringerschlauch wieder hier im Rahmen verstaut. Das kleine Teil, was er dazu braucht, das ist der Tube Slide von Faltrad XXS. Der funktioniert gut. Ja, und so wurde aus einer kleinen Fahrradtour gleich mal eine Reifenwechselaktion. Tja, wie das manchmal so ist. Ich bedanke mich bei euch für all eure Kommentare, Hinweise, Tipps. Ihr habt gesehen, das ist hier kein Hexenwerk. Das macht man zwar nicht jeden Tag, aber das klappt. Mein Tipp ist, als Alternative zum prompten Werkzeug, was hier in den Vorderradrahmen mit reinpasst, oder ich finde wirklich die Möglichkeiten hier mit dem kleinen Topic-Werkzeug etwas besser, weil hier sind auch alle Bits und Bytes dran und ich habe auch noch den 15er Schlüssel, um die Räder tatsächlich rauszunehmen. Jetzt mal hier zwar zu Hause in der geschützten Umgebung, aber ausprobiert und das funktioniert wirklich gut. Was gibt es noch zu sagen? Ja, ab morgen Auto-Detox. Ja, wir wollen ja mal sehen, wie wir so durch den ersten Monat, also durch den Mai kommen und wie oft ich das Fahrrad anstatt des Autos benutzen kann. Und ich möchte euch natürlich auch sagen, über 350 Leute haben sich jetzt hier auf diesem Kanal mit eingeschaltet, haben ihn abonniert. Das ist eine richtig große Freude für mich. Das macht Spaß und eure Rückmeldungen machen auch wirklich richtig Freude. Also, bleibt gesund, kommt gut in den Frühling, kommt gut in den Mai. Wenn ihr heute Abend bei diesen Maifeuern seid, wünsche ich euch natürlich viel Spaß dabei. Alles Gute, vielen Dank, euer Frank und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, tschüss.